So, hallo und herzlich willkommen zurück beim FM Manager 23. Wir sind immer noch, glaube ich, am ersten Tag. Jawohl. Oder auf jeden Fall in der Nähe, noch nicht weit gekommen. Wir haben in den letzten Videos viel gescoutet, Personal angeschaut und so weiter. Und Taktik. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt da ein Mail bekommen und zwar ein Leihangebot. Das ist ja gut und recht. Nur das Problem ist, diese Vereine spielen nicht. Die haben kein. Das ist, ich finde das so doof. Dass man das trotzdem nicht irgendwie simulieren kann. Die Talentliste, ich glaube, ich habe ihn jetzt dort hingetan. Ne, noch nicht. Ja, das lasse ich mal. Sicher brauchbar. Eben jetzt Nation habe ich jetzt bei all den Jungen gemacht. Oder bei denen, die ich denke, dass sie in der Challenge League spielen. Krasnitschi, Mühletaler, Vukelic. Den habe ich Deutschland, dritte Liga. Oder Wallu. Genau. Und darum werden wir jetzt das hier abgelehnt. Jawohl. Alles abgelehnt. Jetzt haben wir hier ein wöchentliches Mitarbeitertreffen. Da gehen wir mal hin. Offen gestanden sollte Thauland Xhaka anstelle von Fabian Frey Captain sein, weil Thauland härter arbeitet, auch wenn eine Umsetzung gewisse Risiken birgt. Ich glaube weniger, weil der ist mir zu aggressiv. Ja, den können wir auf einen Sprachkurs schicken. Ja, der ist auf gutem Weg. Aber der ist irgendwie verliehen. Aber irgendwie ist er immer noch bei uns. Jawohl. Also die haben alles sehr gute Entwicklungen. Michael Bauch wäre eine gute interne Besetzung als FC Basel Torwarttrainer. Ja, haben wir da noch etwas frei? Schweiz wäre eine gute Wahl, Trainerschaft besonders, da wir noch weiter Mitarbeiter einstellen dürfen. Ja, da gehen wir mal weiter. Da muss ich nachher noch schauen. Josip Collina, der Chefscout. Walter Iselin. Bader. Also wenn schon, dann Colina. Aber das noch
Haben wir nicht jetzt. Ein Sportwissenschaftler für Andreas Hammer in dieser Rolle ausfüllen. Er hat schon in anderen Funktionen gute Arbeit geleistet. Sportwissenschaft 13. Ja, aber ich möchte eigentlich mit neuen Leuten die Sachen auffüllen. Jetzt muss ich schnell schauen. Also wir könnten noch zwei weitere Assistenztrainer, Torhütertrainer, was auch immer, anstellen. Das wäre hier. So, wo sind wir denn? Also Torwarttrainer haben wir denn Wüttrich. Belastung 2,5, recht gut. Also hier Defensive. Ja, nicht wirklich gut. Technik. Sind wir auch nicht so gut. Der Rest geht. Offensivtechnik und Defensiv. Kann ich da noch helfen? Ja. Also ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall noch für die Defensive jemand suchen. Löschen. Und zwar Training. Trainer. Assistenztrainer. Ja, kann mir mal egal. Defensiv, taktisch. Und dann machen wir hier noch die Technik rein. So. Jetzt muss ich da Auswahl. Erste Mannschaft, ja. Null Personen, 8 Personen. Trainer. Schnarwiler. Schweizerisch. Also der wäre Defensive 13, Taktik und Technik. Ja. Co-Trainer. Assistenztrainer. Schauen wir schnell mal rein. Gehalt natürlich zu viel. 100.000. Ja, aber eben nicht als Co-Trainer. Ja, der kommt wieder nicht. Als Co-Trainer. Ja gut, er kann auch als Co-Trainer kommen. Ist bereit? Sehr gut. So.
So. Lee Cattermole. Wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Offensive 13. Ireland 12. Ricardo Defensiv 12. Leonardo Cuccia Defensiv 12. Michel Trois. Offensiv 12. Also eigentlich wäre Lee Cattermole. Fragen wir doch da auch mal an. 245.000. Da kommen wir wohl definitiv nicht zusammen. Abbrechen. Ja, das ist dann viel. Wie weit defensiv nochmal eins nach oben. Noch eins, dann ist nichts mehr, oder? Oh, Scheiße. Oh. Oh. Sorry. Also, das sind Besetzte. Defensiv 14. 14. Ja, ich glaube, das sind so solche, die wir nicht vermögen. Beispiel der. Der Rüder, ja, 276. Und als Co-Trainer. Ah, da lassen sie nicht mehr zu. Ah, jetzt schnall ich es. Ja, keine Chance. Keine Chance. Ja, ich glaube, ich muss da definitiv runtergehen. So. Haben wir noch einen Schweizer? Ja, den wir schon ein Angebot abgegeben haben.
Alex Gibson. Kann ich da nicht irgendwie das Gehalt eingeben? Vertrag allgemein? Gehalt? Ah, jetzt das sind die 95. Ja, dann kommen sie trotzdem wieder alle, aber eben, die. Ah, das ist doch ein Witz. Vorisch. Disziplin und Zielstrebigkeit sind natürlich auch stark. Wollen wir den mal fragen? Immer noch. Ja, aber der könnte gehen. 18, ich will doch. Du sollst. Assistenztrainer. Ne. Gehaltssteigerung. Ne. Aber was sagen wir? Einzug ins Finale und dann bekommst du ganz viel Geld. So, reicht das? Ne, der will nicht. Scheiße. Mann. Simon Ireland. Anfragen wir. Ah, der ist. Ja, ne. Keine Ablöse zahlen. Kann ich das hier? Nein. Elliot Dickman. Ja, das ist einfach 100.000 zu viel. Okay, ich muss wohl runter. Ja, das ist schade. Ja, jetzt hat es mir hier wieder. Hier schon alle gefragt. Ich glaube nicht.
Also, wieder nichts. Aber hier kann man sich echt vertrödeln. In Defensive werde ich schon Minimum 11. Zielstrebigkeit eigentlich auch, Disziplin auch, Motivation. Ja, das sind jetzt natürlich wieder viel zu viele. Unglaublich. Naja, ich muss. Aber warum geht denn das nicht, das Gehalt, wenn ich das hier reingebe? Quinten Fortune habe ich gerade gesehen. Doch da. Der ehemalige Manchester United-Spieler. Auch wieder zu viel. Jetzt musst du doch nicht noch nach oben, Mann. So, dann machen wir das eben anders. Das ist echt zum Kotzen. Ja, das haben wir schon. Ja, und hier eben noch diesen Jeff Scout. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Abgelehnt.
Okay. Liam Miller ist wieder da. Ehren Dörtjak. Brahima Kotara. Der sieht echt nicht schlecht aus, oder? Oder täusche ich mich da? Für 19 Jahre. Sogar Potenzial. Warum nicht? Zwar zuletzt bei Neuchâtel gespielt und dort keine Einsätze gehabt. Von Lausanne Sport 37 Einsätze, 5 Tore. Aber sonst hat er sich anscheinend nirgends durchsetzen können. Naja, er hat Zielstrebigkeit halt auch nur 8. Schauen wir mal. Antwort nötig. Akzeptieren. Ja, und jetzt muss ich da noch schnell das schauen. Die Super League-Regeln. Maximal 25 Spieler. Das ist echt traurig. Wir dürfen Maximum 25 Spieler haben. Ja, das sieht nicht so toll aus. Da muss ich echt überlegen, was ich holen soll. Ja, eben Hugo Vogel. Der sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Tolles Talent. Ja, Taulan ist eigentlich dritte Wahl. Eben hier braucht es auch noch unbedingt einer. Ja. Wo kann ich? Wo ist das? Ja, machen wir noch schnell die Einführung. Jawohl. Jawohl. Wo kann ich das Mentoring? Registrierung. Dreizehn Spieler. Erste Mannschaft, bitte. Ja. Also Nils de Mol,
Muss ich nicht? Sehe ich das jetzt richtig? Der ist irgendwie immer noch da, aber sollte eigentlich weg sein. Ist auch ein U21, den wissen wir auch nicht. Oh, das nervt. Also die müssen. Oh, Wouter ist auch erst. Ja, das ist der 21. Der ist auch. Wir sind Eigengewächse dann in dem Fall auch nicht? Oder hä? Wie alt ist der? Und der ist 22. Liam. Muss nicht registriert werden. Der ist auch U21, der muss auch nicht. Der muss auch nicht. Auf der Leihliste, warum sollte der auf der Leihliste sein? Nein. Vertrag ganz sicher nicht möglich. Ist es sonst noch jemand auf der Leihliste gewesen? Sind einige Vereine interessiert. Also da machen wir gleich mal. Haben wir das schon? Haben wir jetzt den, also ich komme da echt nicht an Enden. Zurückziehen, ja wahrscheinlich in dem Fall. Hä? Ja, das ist echt schwierig für jemanden, der erst angefangen hat. Den FM erst angefangen hat. Also das macht nachher den Chefscout von mir aus gesehen. Dann macht das der Sportdirektor. Keine Ahnung, was das, was dem seine Aufgabe ist, einem Sportdirektor. Ja, also sind wir immer noch am 13. Juni. Also jetzt muss es einen Tag weitergehen, Minimum. Immer noch 13. Juni. Jawohl. Jawohl. Bashai ist berechtigt für einen Profivertrag.
Ja, geht so, hä? Sieht aber eigentlich nicht so schlecht aus. Aber der hat ja noch Vertrag bis 25. Halt ein Jugendvertrag. Update zum Thema Eigengewächs. Erhalten, nachdem sie 3 Jahre bei unserem Verein oder bei anderem Schweizerischen Verein untergebracht waren. Der Amerikaner hat jetzt Status Eigengewächs. Charlie Wilkening. Er sieht auch nicht schlecht aus. Zielstrebigkeit 13. Und der hat ja ein Riesentalent. Mal schauen, ob er etwas daraus macht. Stürmer. Vertrag läuft in 3 Jahren aus, also auch 25. Das ist doch gut. Sieht gut aus. Und das alle anderen sind ja Schweizer, außer Alex Kuenz. Aber dieser Name ist doch nie, Wohnsitz ist Schweiz. Sieht man nirgends, wo der geboren war, doch Geburtsort. Unbekannt, okay. Abgelehnt. Also, ja, dann lehnt doch das ab. Jetzt, ein Tag weiter. Strafenkatalog, das bestätige ich einfach. Jawohl, wir sind ein Tag weiter. Voilà. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wie immer, wenn euch etwas auffällt, dann schreibt es doch bitte gerne in die Kommentare. Ich bin froh um jeden Tipp, um jeden Hinweis. Und ja, ich danke vielmals und bis zum nächsten Video. Bye bye.